Hallo bei Apple Tutorials. Wo speichert eigentlich mein Mac die Bilder aus der Fotos-App? Wer die Fotos-App am Mac nutzt, der sortiert, speichert, verschiebt dort all seine Bilder. Aber an welchem Speicherort auf der Mac-Festplatte kann ich die Fotos eigentlich finden? Man kann ja mit der Fotos-App von Apple sehr leicht seine Bilder sichern. Wer ein Time Machine Backup eingerichtet hat, der ist ja immer auf der sicheren Seite. Alternativ kann man seine Fotos auf die Festplatte kopieren und eine CD brennen. Oder man nutzt in der Fotos-App die Exportfunktion. Das kann aber recht umständlich sein, wenn es darum geht, eine Bildersicherung für all seine Fotos machen zu wollen. Dazu müsste man jetzt allerdings nur wissen, wo der Mac die Bilder überhaupt speichert. Und das möchte ich jetzt hier zeigen. Es ist also ganz einfach herauszufinden. Als erstes schließt man die Fotos-App, wenn sie denn geöffnet war, und geht in den Finder und öffnet im Finder den Bilderordner. Und hier finde ich jetzt die Fotos-Mediathek. Die wird standardmäßig vom Betriebssystem angelegt, es sei denn, ich habe selber irgendwas dran geändert. Also standardmäßig müsste jeder hier die Fotos-Mediathek finden. Ich mache jetzt einen Rechtsklick auf diese Mediathek, damit sich das Kontextmenü öffnet. Wer das Kontextmenü nicht aktiviert hat an seinem Mac, drückt auf der Tastatur einfach die Taste Ctrl und klickt hier die Mediathek an. Dann öffnet sich auch das Kontextmenü und dann habe ich hier den Eintrag Paketinhalt zeigen. Und da gehe ich jetzt drauf und hier öffnet sich jetzt eine ganze Liste mit verschiedenen Dateien und Ordnern. Da sollte man nichts löschen, verschieben oder umbenennen, weil es sonst einfach passieren kann, dass die Fotos-App nicht mehr startet oder fehlerhaft arbeitet. Das nur mal so als Hinweis vorab. Was für uns jetzt hier interessant ist, das ist der Ordner Masters. Den suche ich mir heraus und öffne ihn. Und in diesem Ordner werden alle Originalfotos abgelegt und die werden sortiert nach Jahren, Monaten und Tagen. Also jetzt habe ich hier beispielsweise aus dem Jahr 2015, habe ich hier Bilder, die sind also hier nach Monaten und innerhalb der Monate nach Tagen sortiert. Und da kann ich mich dann also ganz in Ruhe durchklicken und kann dann einzelne Ordner sichern. Das heißt, ich würde mir einfach hier die Ordner eben duplizieren und beziehungsweise kopieren. Und dann eben am gewünschten Speicherort einfügen, zum Beispiel auf eine externe Festplatte. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis dessen. Ein Hinweis, die Fotos, die man sich hier speichert, das sind alles unbearbeitete Originale. Das nur als Hinweis. Jetzt habe ich noch einen Tipp, wenn man sich alle Bilder aus allen Jahren gesamt in einer kompletten Liste anzeigen lassen möchte, also alle Fotos, die überhaupt innerhalb der Foto-App-Mediathek abgelegt sind in einer Liste. Dann kann man das auch tun. Ich gehe einfach hier, ich habe hier den Ordner Masters und gehe dann hier auf das Suchfeld im Finder und da gebe ich dann folgenden Befehl ein, nämlich not groß geschrieben. Dann mache ich ein Leerzeichen und dann kommt art. Doppelpunkt Ordner. Da muss man also darauf achten, dass das auch korrekt geschrieben ist. Ich ziehe meinen Finder mal ein bisschen größer, dass man es besser sehen kann. Also not art Ordner und muss dann hier auf den Bereich Masters gehen, weil innerhalb dessen wollen wir ja alle Fotos gesammelt aufgezeigt bekommen möchten. Vielleicht ein kleiner Hinweis, dieses NotArt-Ordner, was heißt das eigentlich? Das bedeutet im Grunde genommen, dass man seinem Mac sagt, dass alles angezeigt werden soll, was nicht einem Ordner entspricht, aber eben alle Inhalte. Damit werden alle Ordner, die man hier eben nach Jahreszeilen gesehen hat, im Grunde genommen entpackt. Und die Bilder werden komplett im Finder aufgelistet. Ja, wie eben schon gesagt, nicht vergessen, dann hier eben noch auf Masters gehen, weil ich möchte ja die Fotos angezeigt bekommen, die in der Fotos-Mediathek abgelegt sind. Ja, und da bekomme ich dann eben als Liste sämtliche Bilder, die ich hier mal abgelegt habe, angezeigt. Ja, das war es eigentlich auch schon. Wenn man viele Bilder hat, kann es durchaus sein, dass das einen Moment dauert, bis die Bilder aufgelistet werden. Ich habe jetzt hier nicht so sonderlich
viele Fotos. Meine Mediathek ist relativ klein, deswegen ging das recht schnell. Falls Sie mehrere tausend Bilder haben, nicht wundern, es kann durchaus einen kleinen Moment dauern, bis das Ganze dann eben funktioniert. Ja, wie gesagt, nochmal als Hinweis, die Fotos, die man über den Masterordner erhält, sind alles unbearbeitete Originale und die kann man sich dann eben hier sichern, wie man möchte. Man kann sich dann also eben Kopien erstellen und die dann eben nochmal zusätzlich woanders ablegen. Ja, das war's dazu. Jetzt weiß jeder, wo der Mac die Bilder aus der Fotos-App speichert und es weiß auch jeder, wie er sich die zusätzlich noch sichern kann. Ich hoffe, der Tipp hat gefallen und es war auch soweit nachvollziehbar, dass das bei jedem sofort auch funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn bei Interesse ihr einfach nochmal vielleicht auch auf meinem Blog appletutorials.de vorbeischaut. Da habe ich sehr viele andere Tutorials veröffentlicht, alles zum Thema macOS rund um den Mac für Anfänger und Fortgeschrittene zu verschiedensten Themen. Und den Link dazu, den habe ich hier auch eingefügt. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn der ein oder andere einfach da auch nochmal vorbeischaut. Ja, dann wünsche ich jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.